Hi Freunde, herzlich willkommen zum In-N-Outside-EO-Podcast, das ist Folge Nummer 66. Wir sind wieder eure Hosts, die Yassi und der Marco. Und ja, wir haben eigentlich drei Folgen im Voraus aufgenommen und haben jetzt festgestellt, leider haben wir den Ton ein bisschen vergeigt. Und heute Abend schauen wir uns das Open-Announcement an und nehmen euch dazu noch eine Podcast-Folge auf, die ihr wahrscheinlich vor dieser gehört habt. Genau, und jetzt müssen wir natürlich ja diese Folge nachholen, weil die halt auch Schlag auf Schlag kommt. Und haben kein Thema und sitzen aber trotzdem da. Wenn ich viel für euch sage, das Thema sagst jetzt du. Ja, das Thema könnte sein, wie geht man mit Rückschlägen um? Ja. Also wir haben unser Setup ein bisschen verändert, beziehungsweise ein anderes Mikro. Und es hat im Test super funktioniert. Und wir haben gestern aufgenommen und ein Verlängerungskabel für das Mikro benutzt und ein unrausmachbares Brummen drauf. Ja. Also wir können es so nicht zumuten. Was schade ist, wir hatten sogar noch einen Gast da, mein Freund Marc Mattel. Wir haben viel über Curling gesprochen, weil er beim Deutschen Curlingverband arbeitet. Aber die Folge holen wir sicher auch nach, also die kommt noch. Momentan läuft draußen gerade eine Uli-Stunde. Und weil du es gerade gesagt hast, wir haben ja gestern eben versucht, mit Marc aufzunehmen. Es war auch, muss ich tatsächlich sagen, wahnsinnig witzig, weil die ersten 5 Minuten musste ich so weinen vor lauter Lachen. Weil wir einfach vorher schon die ganze Zeit dumme Witze gemacht haben. Vielleicht kommt da sogar noch eine ganz nette Outtake-Folge wenigstens sicher bei rum. Die wird halt natürlich leider vom Sound her auch miserabel, weil die halt im Hintergrund so brummt. Aber mal die 2-3 Minuten müsst ihr euch dann halt das Brummen vielleicht noch reinziehen. Ja, das ist lustig genug. Das ist ja, das denke ich auch. Ja, aber ich würde sagen, wenn wir jetzt eh warten, dann quatschen wir doch jetzt mal so ein bisschen, würde ich mal sagen, wie das Jahr oder was wir jetzt in dem Jahr schon so gemacht haben, was wir letztes Jahr angekündigt haben. Weil da haben wir ja zum Beispiel doch so ein paar Folgen schon angeschnitten. So hast du vor, die Box umzuräumen. Dann hast du erstmal gesagt, nein. Stimmt. Dann hast du dich auch wieder nicht dran gehalten. Und da hast du so Sachen, da hätte ich gedacht, können wir jetzt mal vielleicht. Ja, eigentlich doch. Wir haben nicht so viel umgehört. Also meinen Podcast haben wir angekündigt. Und sonst haben wir draußen nicht so viel verändert. Wir waren gestern ein bisschen fleißig. Du hast nur den Bildschirmraum wieder komplett umgeräumt, dann hast du ein Licht hingemacht, dann haben wir die ganzen Regale einfach noch woanders wieder hingestellt, haben einen Wallball neu hingemacht, haben wir uns echt voll dran gehalten, Marco. Stimmt, hat gut funktioniert. Ja, dann waren wir ja quasi Overachiever, was das betrifft. Das mehr gemacht, als wir wollten. Aber und sonst, ja, man, die Vlogs, die laufen. Das stimmt, da haben wir uns gemacht. Wir sind ja ganz froh, dass ihr die alle ganz brav anschaut. Also, wie schaut es mit Vorsätzen aus? Haben wir die eingehalten? Kommt drauf an. Also ich meine sportlichen nicht, du deine? Also mit dem langsamer Essen, das, wo mir am Anfang ja, also das mit dem mehr Trinken, das fiel mir super leicht, das dann tatsächlich auch umzusetzen, das habe ich auch bis heute beibehalten. Das mit dem langsamer Essen war dann ja sau schwer erstmal umzusetzen und witzigerweise aber seit ein paar Wochen läuft es auch, ohne dass ich drüber nachdenke. Mhm. Das fasziniert mich. Und was war noch ein Ziel von mir? Ach so, mit dem Hallux Valgus dranbleiben. Mache ich tatsächlich auch. Also ich mache jetzt meine Übungen nicht mehr in der Box, sondern habe mir jetzt so eine, ist ein bisschen affig, wenn ich das jetzt erzähle, aber ihr kennt diese kleinen Brausetabletten, so Vitamin C, Magnesium oder was weiß ich, was da drin ist. Und da hatte ich mir auf Aruba, hatte ich mir da Vitamin C gekauft, in dem kleinen Kiosk, was da unten im Hotel gab. Und die kleine Schachtel, ich habe die dann nicht mehr benutzt, aber diese Tabletten sind halt noch drinnen. Und beschweren das Gewicht so ein bisschen. Und das nehme ich sozusagen immer, wenn ich Zähne putze, nehme ich das in die Füße und mache dann da meine Greifübungen dann damit. Also bin ich echt noch dran und Barfußschuhe bin ich auch dran. Das klappt echt gut. Und ich würde sagen, Vorsätze. Schön. Ich überlege gerade, ob ich irgendeinen habe, den ich nicht durchgezogen habe, aber bestimmt ein paar. Also jetzt dann bitte noch das Thema wechseln von den Vorsätzen, weil bei mir hat das gar nicht funktioniert. Deswegen so müssen wir da auch nicht näher darauf eingehen. Das finde ich natürlich jetzt auch super, weil wir hatten vorher überhaupt gar kein Thema. Und dann quatsch mir einfach drauf los, dann habe ich sogar irgendwas, was ich sagen kann und dann sagst du 3 Sekunden später, ja, wieder Themawechsel. Ja, dringendes Themawechsel. Ja, also ihr merkt, Freunde, es fällt extrem auf, dass wir uns nicht vorbereitet haben. Ja, aber ja, tatsächlich, wir haben gerade ein bisschen in der Box rumgefragt, so was jetzt noch so für Ideen für Vlog oder Podcast, logischerweise haben wir Hilfe gebraucht, gell? Und daraufhin hat mich jemand auf eine super Idee gebracht für die Vlogs, nämlich, und da könnten wir so ein bisschen eure Hilfe brauchen tatsächlich, weil wie die Box so entstanden ist. Deswegen, wenn ihr irgendwie schon vielleicht am besten richtig lang dabei seid und ihr habt Videomaterial zu Hause, so wo die Box noch, könnt ihr euch noch daran erinnern, eine Zeit lang gab es nur 3 Reihen Pferdematten, wo immer drauf geliftet wurde und die Box war noch komplett leer oder sowas. Wäre da irgendwelche coolen Videos. Oder aus der alten Location noch.
von sich hat, wie er irgendwas dabei macht, hey, egal ob Hochkant oder Querformat oder was weiß ich was, kommt vielleicht vorbei und am besten droppt die uns gleich so, also nicht irgendwie per E-Mail schicken, weil dann sind sie irgendwie von der Datei Noch nicht schlechter. noch schlechter, genau. Das wäre natürlich mega geil, weil dann könnten wir das so ein bisschen in den Vlog reinbasteln. Das wäre so ein kleines Ja, Träumchen oder von so mir. ein. Ich sehe schon, was der Tobi gesagt hat, diese History, da drängst mich jetzt immer mehr hin. Jetzt sammelst du schon Ach, Material ein, ew, dass ich so eine History. History machen muss. Das stimmt, das ist doch ein super Thema. Dann können wir das mal erklären, weil als der, für die Leute, die den Podcast mit dem Tobi nicht gehört haben, der Tobi hat ja seinen eigenen Podcast, das ist die Grid Boys. Wenn ihr es noch nicht getan habt, hört auf jeden Fall rein, das ist ein Podcast über die Formel 1. Und also ich höre ihn wahnsinnig gerne, ich finde, das ist ein super Podcast. Und sein Kollege, der macht immer am Ende von jeder Folge, macht der History über ein Formel 1-Rennen. Aus der Vergangenheit pickt er sich raus und erzählt halt dann so die Highlights und so. Und als der Tobi dann ja hier war, hat er dann auch, weil wir ja gesagt haben, wir wollen unbedingt mal sehen, wie er dann so moderiert. Und dann hat er ausnahmsweise mal halt History gemacht. Und da sind wir dann auf den Gedanken gekommen, es wäre doch total cool, wenn wir auch, oder du hattest halt Sorge, dass du es dann machen musst. Genau. Aber ich finde es eine so super Idee. Also wirklich auf jeder Podcast-Folge am Ende noch so eine EO-History. Wir suchen uns ein Event aus, an das wir uns erinnern oder irgendwas, was wir in der Box gesehen haben. Und erzählt einfach dann davon. Ich meine, gut, kann jetzt keiner erwarten, dass wir dann das Datum noch wissen, aber vielleicht so grobe Zeit. Dann würde ich sagen, fängst du jetzt heute mal an. Mir ist auch tatsächlich gleich was eingefallen für heute, Ja. weil es ist ja heute der Abend, wo das neue Open Workout rauskommt. Okay, aber kurz bevor du es erzählst, können wir dann auch so einen Trailer machen, den du vorher einspielst mit dem EO History. Kriegen wir das hin? Ja, für dieses Mal wahrscheinlich noch nicht, weil Ja. die Zeit einfach zu knapp ist, aber doch, das kriegen wir hin. Das ist auch so Da machen wir, ein EO ja, History. irgendeinen coolen, Ja, okay, cool. habe ich schon eine Idee. Ja. Ja, nice. Okay, Genau. dann tun wir jetzt so, als hätten wir so einen Genau, richtig also Trailer war krassen gerade. Trailer eingespielt und dann erzählst du History. Genau, also die EO History für heute geht um tatsächlich das erste Open Workout ever. Da waren wir auch schon dabei. Das muss 2011 oder 12 gewesen sein. Ich 11. glaube, heuer sind die 13. Push-ups, Open. Box-Jumps, Schnickschnack, nee. Ne, das allererste waren 7 Minuten Burpees. Ah ja, stimmt. Und das waren Burpees aufs Target. Also so 30 Fu also 30 Zentimeter, ein Fuß über Reichhöhe musste das Target sein und das musste man berühren. Und weil unsere Box damals in einem Loft war, im 9. Stock, hatten wir eine Raumhöhe von 2,40 m, 2,50 m, sodass die allermeisten die Burpees machen konnte und die Decke berühren. Also die haben 7 Minuten Burpees und Decke berühren. Okay, so Und als das. Anhaltspunkt, weißt du noch, wie viele Burpees da so geschafft wurden, circa? Ja, also ich war um die 90. Ich glaube, die Chaz war da noch gar nicht da tatsächlich. Das war eine Zeit vor der Chaz. Aber wir hatten damals den Tom Brandt als ja, Praktikant, der hat an der Bundeswehr auch Sport studiert, hat dann auch Gewicht gehoben bei Fremantle eine Zeit lang. Und der hat 142 Burpees gemacht. Krass. Und das war exakt genauso viel wie Rich Froning. Wow, wie viele Mitglieder hatte da die Box ungefähr? Ach, du stellst Du Fragen. musst ja nur ganz grob sagen, dass man sich ungefähr 30, vorstellen kann. 40, so ungefähr. Süß. Genau, aber heute, wenn man überlegt, Burpees und Target, würde jeder schauen, ja, unter welcher Klimmzugstange mache ich es oder was bastle ich mir dahin. Und in der alten Box konnte man das tatsächlich nur mit Decke berühren machen. Okay. Der Dirk und Silvi waren ja auch schon damals bei uns. Schreibt uns mal in die Kommentare, wenn ihr da am Start wart. Genau, wer Das dann würde alle mich auch dabei war. interessieren. Und wenn wir drin geliftet haben, konnten wir quasi bei Überkopf nicht ganz strecken, weil die Scheiben dann die Decke berührt haben. Okay. Ja, und erzähl mal noch so ein bisschen, wer war da am Start? Ist da noch irgendwer am Start, der, Ich habe außer jetzt Dirk und Sivi? keine Erinnerung, wer da alle noch mitgemacht hat. Das ist so Okay. lang her. Muss ich verhörst du besser Genau, aber vorbereiten? das war das allererste Workout und wir haben uns ja schon darüber unterhalten mit der Lissy, dass CrossFit immer so einen Shitstorm abkriegt, wenn sie wieder was Komisches machen. Und das war natürlich auch ein gefundenes Fressen, das erste Open Workout, Qualifikation für die Weltmeisterschaft oder wie man es auch immer sehen will im CrossFit. Und dann ist es 7 Minuten lang Burpees machen. Und das war natürlich auch wieder Öl Ja, ins Feuer mega für gut. die ganzen Hater. So, da zahlst damals 10 Dollar für die Open, zahlt man 10 Dollar, damit man dann 7 Minuten Burpees macht. Also, ich würde jetzt mal sagen, das zählt auf jeden Fall als History. Jetzt ist natürlich nur meine Frage, weil ich muss mich adäquat vorbereiten dann. Machst jetzt immer History dann du oder tun wir uns abwechseln? Ist eine sehr gute Frage. Was meint ihr dazu? Schreibt es mir in die Oh Kommentare, Gott, wer jetzt. History machen sollte. Ja, auf jeden Fall nicht nur einer, glaube ich. Immer, weil sonst ist es ja so einseitig erzählt, weil vielleicht habe ich ja mal Sachen gesehen. Also logischerweise hast du hier mehr Sachen gesehen als ich, weil du machst ja schon länger. Aber sonst verpassen wir ja vielleicht das eine oder andere Krasse. Mit Sicherheit, vielleicht müssen wir auch mal
dann die Chairs aber zum History machen lassen, die hat ja auch viel gesehen, gerade was Wettkämpfe betrifft, sind wahrscheinlich in ihrem Kopf noch mehr eingebrannt wie in unseren. Ja. Nö. Da finden wir schon ein Schema, das uns allen taugt. Das denke ich auch. Aber passt dir das so als History, so kleine Fun Facts? Ich finde, das ist richtig gut. Also ich finde, du hast dir einen super Zeitpunkt ausgedacht, weil Adrian macht das ja auch immer so, dass sozusagen das Rennen, um das es gerade geht, also oder wo es dann demnächst hingeht oder so, also das passt dann schon auch immer so zur Folge. Deswegen hast du dir ja vom Zeitpunkt her besser nicht aussuchen können. Die Open sind sozusagen ein paar Stunden weg und hast das ja dann genäht. Ja, passt genau dazu. Ja, ansonsten haben wir noch was. Haben wir noch was? Ich würde sagen, wir haben jetzt eh ziemlich viele Folgen immer rausgehauen, deswegen hatten wir sowieso vor, dass wir die Folge jetzt ein bisschen kurz hauen, weil sonst kommt man ja mit dem Hören auch nicht mehr hinterher. Gar nicht und hinterher. Wollen euch jetzt ja nicht unbedingt zu spammen. Schau, ich habe schon Sprachfehler, bevor wir überhaupt die Open heute aufnehmen. Ja, und jetzt wird es dann lang. Ja. Ja. Alles klar, Freunde. Dann hören wir uns für die regulären Hörer mit so einer normalen Folge in der Woche wieder. Und alle, die uns auch über die Wettkampf-Podcasts hören, die erwartet nächste Woche 2 zusätzliche Folgen. Oh, stimmt. Genau, aber das hört ihr und seht ihr dann. Und ich würde mich natürlich tierisch über Feedback freuen, was ihr zur History-Idee überhaupt sagt. Ja. Ja, das würde mich auch mal freuen. Und natürlich, da können wir natürlich auch Hilfe gebrauchen. Also nicht nur mit dem Videomaterial, sondern wenn ihr halt noch irgendwie eine Geschichte aus History habt, also nicht, dass wir sowas jemals vergessen würden, wenn natürlich krasse Sachen passieren, aber es ist ja trotzdem nochmal schön, wenn irgendwer mal herkommt und sagt so, hey, ich habe mich, als ich die Folge gehört habe, auch nochmal an dies und dieses Event erinnert und vielleicht gibt es ein bisschen Inspiration, das wäre auf jeden Fall nice. Ja. Gut, dann bis nächste Woche. Ciao. Ciao. They fall.